Herzlich willkommen zum Klassenkampfsport. Ich habe zu Gast Julia von Sea-Watch. Das ist so ein bisschen das erste Vorgespräch zu einer Sache, die ich mir jetzt in den nächsten Monaten mal ein bisschen genauer angucken will. Und zwar habe ich gelesen, dass dieses Jahr das tödlichste Jahr im Mittelmeer seit 2017 ist. Was sagst du dazu, Julia? Ja, also erstmal hallo und danke für die Einladung. Ja. Ja, das tödlichste Jahr im Mittelmeer tatsächlich seit 2017. Über 700 Menschen sind im Mittelmeer gestorben, bisher im zentralen Mittelmeer über 600. Und ich habe das vorher nachgeschaut und mir ist, also war kurz auch ein Schock für mich, weil ich vor 3, 4 Tagen reingeschaut habe in offizielle Zahlen, was auch immer wieder konservative Schätzungen sind, ne, muss man auch dazu sagen. Und es war halt noch bei über 500 im zentralen Mittelmeer, im gesamten Mittelmeer über 600. Und es sind halt mindestens 100 Personen dazu gekommen, die trunken sind im Mittelmeer auf ihrer Flucht in die Europäische Union. Und es wird auch auf jeden Fall weiter steigen, je länger das Jahr geht. Tatsächlich ganz kurz noch die klassischen Klassenkampfsportfragen, auch wenn man Sea-Watch wahrscheinlich nicht unbedingt vorstellen muss. Aber warum kennst du dich damit aus? Wer ist Sea-Watch? Sea-Watch ist eine zivile Seenotrettungsorganisation und wir haben vor allem zwei Foki. Und zwar einmal betreiben wir zivile Seenotrettungsschiffe und retten damit auch ganz aktiv im zentralen Mittelmeer Menschen und unterstützen Menschen auf ihrer Flucht in die Europäische Union. Und auf der anderen Seite betreiben wir auch zivile Flugzeuge, die die Situation im zentralen Mittelmeer beobachten und Menschenrechtsbeobachtungen machen und dokumentieren, darüber informieren. Und das sehen wir. Ich arbeite im Medienteam auch konkret auch als unsere Aufgaben, also dokumentieren, informieren und vor allem denunzieren, was im zentralen Mittelmeer von staatlicher Seite aus passiert. Ich habe letztes Jahr einen Artikel gelesen, ich weiß nicht, ob das Human Rights Watch war oder Amnesty International, dass es inzwischen nahezu zweifelsfrei nachgewiesen ist, dass die Leute teilweise mit Handschellen zurück ins Wasser geschmissen werden. Kriegt ihr solche Horror-Stories auch zu hören? Ja, also es sind natürlich auch Situationen, also von Handschellen habe ich jetzt persönlich noch nicht gehört, aber genau, es ist auf jeden Fall bewiesen von Human Rights Watch in einem Bericht, der vor einigen Wochen oder Monaten rauskam, dass staatliche europäische Strukturen mit der sogenannten libyschen Küstenwache zusammenarbeiten für Push- und Pullbacks. Das heißt, Menschen werden zurückgebracht oder zurückgeschleppt nach Libyen, in ein Land, von dem sie gerade geflohen sind, weil ihnen dort eben auch Folter, Menschenrechtsverletzungen, Vergewaltigung, Mord drohen. Und vor allem mit unseren Flugzeugmissionen oder Operationen, Airborne nennen wir, also nennt sich das der Bereich bei uns, bekommen wir oder beobachten wir natürlich auch sogenannte Push- oder Pullbacks, ja. Okay. Und Sea-Watch sieht sich in der Rolle der direkten Hilfe, sofern möglich ist. Könnte niemals wahrscheinlich genug sein, um das wirklich, wie soll ich sagen, sicher zu machen. Das geht ja gar nicht. Und der Information. Jetzt ist für mich ein bisschen, ohne jetzt gehässig in eure Richtung sein zu wollen, aber ist das denn nicht bekannt, dass da Hunderte, mittlerweile Tausende von Menschen ertrinken im Mittelmeer? Ja, na klar, es ist bekannt. Die Frage ist, was machen wir dann mit dem Status, dass es bekannt ist? Bedeutet das, dass wir uns den Rücken zu der Situation oder in dem Fall zum zentralen Mittelmeer drehen und sagen, ja gut, ist bekannt, macht niemand was, also können wir damit auch nichts ausrichten? Oder versuchen wir aktiv Nothilfe zu leisten? Und ich glaube, es ist uns auch immer wieder wichtig zu betonen, das, was wir machen, kann nur Nothilfe sein. Es kann nur ein Pflaster auf einer Situation sein, die strukturell bedingt ist und die auch strukturell gelöst werden muss. Das heißt, wir sehen uns auch nicht als die Lösung, sondern wir haben ganz aktiv politische Forderungen, die wir auch in unserer medialen Arbeit und unserer Advocacy-Arbeit immer weitertragen. Und das ist vor allem einmal eine staatliche Seenotrettung, also eine europäisch koordinierte und finanzierte Seenotrettungsprogramm, das sichere Fluchtwege bietet. Und dann muss man natürlich weiter diskutieren, hört es bei einem europäischen Seenotrettungsprogramm auf oder müssen wir eigentlich viel, viel früher ansetzen und müssen wir eigentlich auch über unsere nationalstaatlichen und Strukturen diskutieren und über Grenzen, klar. Genau. Und auf der anderen Seite gerade die Menschenrechts- oder Situation und die Beobachtung und vor allem auch Informationsweitertragung in die Öffentlichkeit ist einfach auch ein wichtiger Schwerpunkt, um das Thema weiterhin und die Situation weiterhin an den europäischen Außengrenzen in der öffentlichen Diskussion und in der öffentlichen Wahrnehmung reinzubringen oder zu diskutieren.
Wenn die Informationen bekannt sind, ich bohre jetzt einfach mal ein bisschen weiter. Wenn die Informationen bekannt sind und solche, also jetzt, systemintern könnten ja solche Forderungen wie eine staatliche Seenotrettung sein. Warum wird da überhaupt nichts getan in die Richtung? Also wirklich, warum macht keiner was daran? Also ich glaube, das ist, da müssen wir strukturell auf jeden Fall ansetzen. Und ich glaube, Grenzsystem ist die Abgrenzung, die Abschottung, die Ausgrenzung von bestimmten Menschen inhärent. Das heißt, es ist einfach eingebaut in unsere nationalstaatlichen Strukturen. Das ist die eine Sache. Die zweite Sache, dass es aktuell einfach nicht also nicht im politischen Interesse ist, Menschen zu unterstützen, in die Europäische Union zu flüchten, weil man seinen Fokus eben auf Abschottung und auf Ausgrenzung legt. Und das sehen wir zum Beispiel mit der Entwicklung von, es gab mal ein europäisches Seenotrettungsprogramm, jetzt ist Frontex dazu da, Menschen aktiv davon abzuhalten, in die Europäische Union oder Grenzen zu überqueren. Und diese Entwicklung zieht sich weiter. Tatsächlich ist ja momentan auch einiges im Gange. Wir sind, gucken wir mal nach Italien, eh eine sehr sympathische Regierung am Start gerade. Ich habe bei tatsächlich, ich glaube, den hast sogar du geschrieben, den Instagram-Post. Die haben gerade den Ausnahmezustand ausgerufen. Warum Ja. das denn? Naja, von italienischer Regierungsseite wird der Ausnahmezustand mit den ankommenden Menschen in Italien begründet. Das sind über 31.000 seit Anfang des Jahres. Aber es wird sich natürlich auf ankommende Menschen fokussiert. Es wird sich nicht darauf fokussiert, wie viele Menschen im zentralen Mittelmeer oder allgemein im Mittelmeer dieses Jahr bereits gestorben sind, beziehungsweise ertrunken gelassen. Weil das muss man ja auch ganz eindeutig immer wieder irgendwie hervorholen, dass diese Menschen nicht gestorben sind, weil keine Unterstützung, keine Seenotrettung hätte eingeleitet werden können, sondern weil man sich aktiv dagegen entscheidet, Seenotrettung durchzuführen. Und zwar nicht nur Italien, sondern natürlich auch Malta zum Beispiel. Und der Ausnahmezustand, der ist erstmal für 6 Monate ausgerufen worden und hat eine Anfangsfinanzierung von 5 Millionen Euro. Und der soll jetzt dazu genutzt werden, die Strukturen in Italien angeblich zu reformieren. Man sagt zumindest ankommende Menschen zu unterstützen und es leichter zu machen für Menschen, die das italienische Festland erreichen, weil man sagt, das Aufnahmesystem sei überfordert. Das ist natürlich ein Narrativ, was von der italienischen Regierung geclaimt wird, die so aus unserer Perspektive einfach falsch ist, einfach nicht richtig, weil was dieser Ausnahmezustand vor allem auch an Maßnahmen anvisiert, ist die Erleichterung von Abschiebungen und eine Zuspitzung des italienischen Aufnahmesystems, was auch nicht überlastet ist. In den letzten Jahren sind Zehntausende Plätze im italienischen Aufnahmesystem frei geblieben, in Aufnahmecamps, Lagern und Städten. Und diese könnten genutzt werden, aber es wird Lampedusa als quasi Paradebeispiel genommen und gesagt, ja, Lampedusa als Insel sei komplett infrastrukturell überfordert. Was nicht gesagt wird, ist, dass Lampedusa komplett hausgemacht ist. Es ist nicht erst seit diesem Jahr klar, dass Menschen vor allem auf oder mit vor allem auf Lampedusa ankommen, wenn sie Italien erreichen. Und es wurde sich immer wieder politisch dagegen entschieden, Maßnahmen, also Infrastruktur auszubauen, Maßnahmen zu ergreifen, dass die Insel schnelle Umverteilung auf das restliche italienische Festland zum Beispiel erfährt. Und jetzt haben wir die Situation, dass in einem Hotspot auf Lampedusa für circa 300 bis 400 Menschen teilweise tausende Menschen sein müssen, weil wir immer wieder Tage haben, an denen 2000 Menschen zum Beispiel auf Lampedusa ankommen und diese Menschen erreichen Lampedusa vor allem selbstständig. Also auch überhaupt gar nicht über vor allem zivile Seenotrettungsorganisationen, sondern vor allem selbstständig durch ihre oder über ihre Flucht mit Booten übers Mittelmeer. Genau. Und dieser Ausnahmezustand ist dazu ausgelegt, beziehungsweise möchte sogenannte
Pre-Removal Centers heißt das. Zum Beispiel schaffen in jeder italienischen Region, die So eine dazu Art da, Abschiebehaft dann, oder? genau, die dazu Okay. da sind, Menschen zu beherbergen, bis sie abgeschoben werden und dadurch natürlich auch ihren Zugriff auf rechtliche Unterstützung einzuschränken und darauf hinzuwirken, dass diese Menschen auch abgeschoben werden. Der sogenannte Emergency State, Ausnahmezustand in Italien, der ausgerufen wurde, Narrativ bildet, das nicht nur jetzt gerade verwendet wird, um politisch Macht zu generieren und auszuüben, sondern ja auch in ganz unterschiedlichen anderen Kontexten angewendet wird, wenn ein Staat kriminalisieren möchte und vor allem repressiv agieren. Ich meine, das einfachste Beispiel für uns in Berlin ist zum Beispiel die Polizeiwache am Kotti und die Oh ja. Gefahren, die Gefahrenlage, die dort angeblich herrscht, womit man begründet, dass man repressive Maßnahmen ergreifen kann. Und genau in diese Kerbe schlägt auch das Emergency-Narrativ in Italien. Ja, bin ich total dabei. Das ist auch eine Möglichkeit, tatsächlich einfach die Macht weiter zu konsolidieren und dafür zu sorgen, dass Widersprüche schwieriger werden. Richtet sich nicht nur gegen Flüchtlinge, es richtet sich im Endeffekt eigentlich gegen alle, die in dem Land leben, weil man einfach und der immer weiter Kontrolle unterworfen wird. Ja, und das ist vor allem ein autoritärer Ausbau von Ja. politischen Kompetenzen, weil auch auch dieses Maßnahmenpaket, das mit diesem Emergency State in Italien einhergeht, schafft, dass die Regierung parlamentarische Prozesse oder an parlamentarischen Prozessen vorbei agieren kann und quasi Checks and Balances zu einem gewissen Teil abschafft. Ihr macht das, ja? Darf ich noch was ergänzen? Natürlich, jederzeit. Weil ich glaube, den Ausnahmezustand muss man aktuell auch in der Gesamtentwicklung in Italien betrachten, weil nicht nur der Ausnahmezustand ausgerufen wurde, sondern auch weitere Dekrete oder Maßnahmenpakete in letzter Zeit entweder noch unter Diskussion stehen oder schon verabschiedet wurden, die Migration weiter behindern und kriminalisieren. Und es ist einmal das Cutro-Dekret, das ist ein Maßnahmenpaket, was aktuell noch diskutiert wird, aber es sehr wahrscheinlich ist, dass da auch viele Maßnahmen oder das gesamte Paket auch durch das italienische Parlament durchgehen. Und dieses Cutro-Dekret versucht vor allem zwei Dinge zu machen. Erstens sogenannte Boat-Drivers zu kriminalisieren und vor allem auf einem Schmuggler-Narrativ aufzubauen, also sogenannte Boat-Drivers, die Personen, die Boote, die aus Libyen oder aus Tunesien zum Beispiel nach Italien flüchten, als Verantwortliche, als Schuldige darzustellen und als sogenannte Schmugglerinnen. Diese Menschen, die diese Boote aber fahren, sind meistens Menschen, die entweder einfach das Pech haben, die einzigen Menschen zu sein, die schon mal ein Motorboot oder ein Schlauchboot gefahren sind und die Skills haben, oder auf der anderen Seite vielleicht die finanziellen Kapazitäten nicht hätten, ansonsten zu flüchten und einfach auch teilweise beziehungsweise immer, nicht nur teilweise, sondern immer gezwungen werden, diese Boote zu steuern. Das heißt also, die selbst die Kapitäne jetzt wirklich in Anführungsstrichen sind selber Flüchtlinge. Also es ist ja, die sind Schleuser selber flüchtende Menschen. sind gar nicht an Bord der Boote mit dabei. Nein, die Schleusersysteme sind in den Ländern organisiert, die von wo Menschen flüchten. Genau. Und Menschen, die ankommen in Italien, inklusive der Menschen, die diese Boote steuern, sind flüchtende Menschen, die aufgrund von verschiedensten Faktoren flüchten müssen. Okay. Genau. Das ist eine. Und das zweite. Jetzt lass mich überlegen, genau. Das zweite ist die Einschränkung des sogenannten Special Protection Mechanismus. Und dieses Special Protection Mechanismus ist quasi ein Weg, in Italien einen Aufnahmestatus zu bekommen, wenn Menschen aufgrund von Folter, aufgrund von Verfolgung oder anderen Gründen nach Italien flüchten, aber nicht in die sehr, sehr enge Definition von Asyl fallen und von politischer Verfolgung. Genau, und dieses Instrument wird allermeisten genutzt, also die meisten die meisten Personen, die einen Aufnahmestatus in Italien bekommen, sind über diesen Special Protection, also Spezial,
wie ist das nicht? Spezialschutz. Spezial, genau, Schutz jetzt mal wörtlich übersetzt, genau, in Italien. Und diesen Status möchte man abschaffen, also einschränken beziehungsweise abschaffen. Und ich glaube, interessant zu erwähnen ist dabei noch, dass dieses Cutro-Dekret auf dem Salvini-Dekret von vor ein paar Jahren aufbaut und wahrscheinlich oder viele von den ZuhörerInnen oder den SeherInnen werden wahrscheinlich auch von Salvini, Matteo Salvini, dem vormaligen Innenminister in Italien gehört haben, der genau nunmehr auch eine hohe politische Position im Land einnimmt. Okay, das heißt, es ist eigentlich schon von längerer Hand vorbereitet. Man kann jetzt auch nicht sagen, übrigens, es ist jetzt ganz, ganz schlimm, Faschisten regieren in Italien oder zumindest dem Faschismus nahestehende Menschen. Naja, ich würde sagen, also ne, ein Teil der italienischen Regierung war ja auch schon vorher in der italienischen Regierung. Und wir haben, und der Neofaschismus in Italien ist auch kein komplett neuer Zustand, der jetzt plötzlich aufgetaucht ist mit Giorgia Meloni, sondern hat natürlich eine jahrelange Entwicklung durchgemacht. Weil du das vorhin gesagt hast, das ist so ein bisschen so ein Buzzword Kriminalisierung. Wie ist es eigentlich mit euch und euren zivilen Rettungsschiffen? Werdet ihr auch weiterhin kriminalisiert? Es gab doch den Fall mit Carola Rakete vor einiger Zeit. Boah, das ist auch schon wieder Jahre her. 2019 schon. Genau, stimmt, das ist ewig her. Da wurden ja auch die Leute, die die Rettungsschiffe fahren oder verwalten oder verantworten, mitkriminalisiert. Wie ist da der Stand für euch? Ja, das ist tatsächlich der dritte Strang, der aktuell in die aktuelle Situation mit reinspielt, ist, dass in Italien Anfang des Jahres ein weiteres Dekret verabschiedet wurde, was aktiv zivile Seenotrettung behindert. Das beinhaltet zum Beispiel, dass zivile Seenotrettungsschiffe direkt nach ihrer ersten Rettung in einen sogenannten sicheren Hafen fahren sollen, also nach Italien, alle geretteten Menschen nach Italien bringen sollen. Was aber bedeutet, dass wenn in dem operativen Bereich, wo sich das zivile Seenotrettungsschiff aufhält, noch andere Seenotrettungsfälle sind, dass Kapitäne und Kapitänen aktiv dazu angehalten werden, Völkerrecht zu brechen und Seenotrettungsfälle zu ignorieren. Und dazu kommt noch eine sogenannte Praxis der entfernten Häfen, die Italien in diesem Zuge auch etabliert hat. Und die sicheren Häfen, die zugewiesen werden, sind nun meistens Tausende oder beziehungsweise so ungefähr 1500, 1600 Kilometer weit weg vom Einsatzgebiet. Jetzt gerade vor ein paar Tagen zum Beispiel war die zivile Seenotrettungsorganisation SOS Humanity mit ihrem Schiff hat 69 Menschen gerettet und dem Schiff wurde Ravenna als sicherer Hafen zugewiesen. Ravenna ist bzw. war 1600 Kilometer weit weg vom Einsatsort. 1600 Kilometer, das sind Auf dem Schiff? ungefähr auf einem Schiff, das sind ungefähr ist sowieso ungefähr die Strecke von Berlin nach Kiew plus 300 Kilometer. Da kann man sich vorstellen, wie viele Tage zusätzlich Menschen auf diesem gerettete Menschen zusätzlich auf diesem Schiff verbringen müssen, bei manchmal schwierigsten Wetterbedingungen, bei sowieso sehr schwierigen gesundheitlichen Zuständen, die sich immer weiter verschlechtern. Das bedeutet, Italien ist nicht nur dafür verantwortlich, dass Menschen nicht direkt versorgt werden können, sondern möchte auch ganz aktiv zivile Seenotrettung davon abhalten, im zentralen Mittelmeer also zivile Seenotrettung durchzuführen. Das ist, also zusammengefasst, einfach Schikane. Ja, das genau, aktive Behinderung von Seenotrettung. Und da können wir jetzt auch wieder eine Verbindung ziehen zu Deutschland, weil nicht nur Italien behindert aktiv zivile Seenotrettung, sondern auch Deutschland behindert oder möchte aktiv weiter zivile Seenotrettung behindern. Jetzt kann man sich anschauen, im Koalitionsvertrag steht, zivile Seenotrettung darf nicht behindert werden. Ist ja schön und gut. Was das Verkehrsministerium jetzt aktuell aber macht, ist einen neuen Entwurf der sogenannten Schiffssicherheitsverordnung, sehr kompliziertes Wort, auszuarbeiten. Und diese Schiffssicherheitsverordnung, so wie der aktuelle Stand ist, würde dazu führen, dass circa zwei Drittel oder die Mehrheit der Seenotrettungsschiffe unter deutscher Flagge
nicht mehr operativ sein könnten, weil andere Zertifizierungen vonnöten werden würden, weil Umbauten vonnöten werden würden. Und es würden quasi dadurch Ansprüche an diese zivilen Seenotrettungsschiffe gestellt, die sonst der kommerziellen Schifffahrt inhärent sind und die so gar nicht auf unsere Einsätze zutreffen, weil sie zivile Seenotrettungsschiffe nicht sicherer machen. Das ist aber das Narrativ, was das Verkehrsministerium momentan fährt. Jetzt wirklich einfach mal polemisch zusammengefasste Frage: Will die EU, dass diese Menschen ertrinken? Es ist eine aktive Politik des Ertrinkenlassens, des Sterbenlassens. Und da kann man jetzt natürlich über Begriffe debattieren, aber sehr klar ist, dass die EU und die EU-Mitgliedstaaten kein Seenotrettungsprogramm implementieren, keine Seenotrettung durchführen oder sehr, sehr wenig Seenotrettung durch Küstenwachen durchführen. Ja, und da kann man sich jetzt zusammenreimen, was es bedeutet. Okay. Die dritte Frage ist normalerweise, wie kann man euch unterstützen? Jetzt ist natürlich die Sache, du hast selber schon gesagt, ihr seid quasi das Pflaster auf einer schwerenden Wunde, die sonst anderweitig zu behandeln wäre. Aber jetzt mal schwarzhumorig zusammengefasst, außer der Revolution, was können wir noch machen, um eure Arbeit zu erleichtern? Weil unnotwendig können wir sie, glaube ich, erstmal nicht machen. Das haben wir jetzt gerade schon rausstellen können. Aber wie können wir eure Arbeit erleichtern? Wie können wir euch supporten? Naja, ich würde ganz klassisch erstmal sagen, Solidarität mit allen Betroffenen. Es gibt auch hier in Deutschland und in der Europäischen Union natürlich Selbstorganisationen und die gilt es erstmal zu unterstützen. Und wir als weiße Kartoffeln müssen uns überlegen, wie wir das am besten machen können, ohne uns selbst in den Vordergrund zu stellen. Das ist erstmal, würde ich sagen, die erste Sache. Aktuell würde ich zum Beispiel Twitter-Accounts wie Refugees in Libya empfehlen oder auch Tunisia in Libya, weil die Situation in Tunesien sich gerade sehr oder seit Wochen aktiv, Monaten sogar, aktiv zuspitzt für Menschen. Dann würde ich natürlich sagen, Aktionen, Demonstrationen, mit Menschen sprechen, mit der Familie sprechen, mit Bekannten sprechen, auf Social Media aktiv sein und einfach wirklich den Diskurs mitgestalten und dieses Thema vor allem am Leben halten, weil mit den anderen politisch kalkulierten, aber auch politisch induzierten Krisen, die wir momentan haben, dieses Thema auch immer weiter in den Hintergrund drückt und ja auch einfach für uns in Deutschland, naja, aus dem Sichtfeld fällt. Aus den Augen, aus dem Sinn. Genau, aus dem Augen, aus dem Sinn fällt. Und deswegen würde ich sagen, das ist einfach auch eine sehr, sehr wichtige Sache, die wir umsetzen können und die jeder vor allem umsetzen kann, ohne weiteres. Und dann natürlich finanzielle Unterstützung, wem finanzielle Unterstützung möglich ist. Und das natürlich für Sea-Watch. Wir schicken die Sea-Watch 5, die aktuell in Flensburg umgebaut wird. Es gibt natürlich aber auch andere zivile Seenotrettungsorganisationen, die unsere Unterstützung brauchen. Cool. Super, ich danke dir. Das war mir eine Herzensangelegenheit, weil mich hat das ziemlich schockiert, das, was du schon gesagt hast, aus den Augen, aus dem Sinn. Wir wissen vor Krisen gar nicht mehr, wohin wir gucken. Und nebenbei laufen die anderen Krisen einfach weiter. Und das, ja, bleiben wir einfach dabei. Das System ist die Krise. Plus eins. Sehr gut. Vielen lieben Dank, dass du bei uns warst. Vielen Dank für wirklich Druckbetankung an Informationen. Das ist, glaube ich, sehr, sehr hilfreich, auch das Ganze mal wieder ein bisschen zu kontextualisieren. Vielen lieben Dank, dass du da warst. Ich hoffe, wir sehen uns nochmal. Danke für die Einladung. Gerne. Tschüss. Tschüss. Leute, wir brauchen eure Hilfe. Wenn euch dieses Video gefallen hat, klickt auf Like, abonniert den Kanal und vergesst nicht, das Glöckchen zu drücken, damit ihr benachrichtigt werdet, wenn wir neuen Content droppen. Außerdem solltet ihr uns überall folgen, wo wir verfügbar sind. Das ist Facebook, Instagram, Twitter und Twitch. Und wenn wir irgendwelche Ankündigungen machen oder Posts, dann shared, was das Zeug hält. Gebt uns all eure Liebe. Wir haben mittlerweile ziemlich signifikante Kosten. Wenn ihr es euch irgendwie leisten könnt, unterstützt uns doch auf Patreon. Dann kommt ihr auch in den Genuss verschiedener Vorteile, wie zum Beispiel Zugang zu unserer Discord-Community oder Zugang zu den ultrageheimen Patreon-Episoden, die wir dort posten. Außerdem könnt ihr uns natürlich auch über PayPal
Fall Spenden zukommen lassen. Außerdem haben wir mittlerweile einen eigenen Online-Shop. Das heißt, wenn ihr euch immer noch fragt, was ihr euren Lieben zu Weihnachten, Ostern oder sonst wie schenken könnt, geht dorthin und kauft duftes Merch. Alle Links dazu hier in der Beschreibung oder auch auf unserer Webseite 99zu1.de. Vielen Dank fürs Dabeisein, danke für die Unterstützung und wir sehen uns in diesem Theater.